zu diesem Überblick der Architektur einer Suchmaschine gibt es jetzt noch am Ende, gerade in dem Foliensatz, vielleicht so ein bisschen gedacht für Sie zum Lernen, eine Karaoke-Version, also wo sich das so langsam aufbaut und Sie eben so ein bisschen für sich üben können, dabei so ein bisschen was darüber zu erzählen. Also das ist ja quasi die fertige Architektur einer Suchmaschine mit den einzelnen Komponenten, recht detailliert. Wenn man sich das Ganze nochmal sozusagen durchklicken will, haben wir am Ende nochmal so ein paar Folien, die wir als die Karaoke-Version der Architektur bezeichnen, wo man eben anfangen kann von nichts und sagen kann, okay, angenommen, man hat so eine große Kollektion wie das Web hier und man hat so einen Nutzenden, der irgendwie eine Anfrage hat dagegen, wie würde man denn eine entsprechende Suchmaschine aufbauen? Naja, dann könnte man als erstes überlegen und sagen, ist das nur eine Anfrage, die ich da stelle? Dann bin ich immer noch ziemlich sicher, dass sowas wie Grep eigentlich am besten ist. Ich gehe einmal über die ganzen Daten drüber und gucke, wo ich quasi das Anfragemuster wiederfinde. Oder erwarte ich, dass ich am Ende ziemlich viele Nutzende habe, dann macht es Sinn, tatsächlich eine Suchmaschine zu bauen. Und diese Suchmaschine muss eine gewisse Architektur haben. Sie wird in drei Teile gegliedert sein. Also so eine Art Indexing-Prozess, wo die Datenstruktur Index aufgebaut wird, und ein Retrieval-Prozess, wo speziell auch der Index benutzt wird, um dem Nutzenden gute Ergebnisse anzuzeigen. Und das, was wir jetzt hier in diesem Karaoke-Teil machen könnten, beziehungsweise was Sie dann auch für sich, für die Prüfungsvorbereitung beispielsweise machen können, ist einfach so der Reihe nach durchklicken und eben überlegen, was Sie dazu zu sagen haben. Ich kann es hier einmal so ein kleines bisschen vorführen, wird jetzt nicht ganz so ausführlich sein, wie es eben in den Screencasts davor war, wo wir eben die einzelnen Teile so ein bisschen genauer angeschaut haben, aber vielleicht so eine kleine Einleitung nochmal, die man gegebenenfalls auf die Frage, wie ist denn die Architektur einer Suchmaschine in so einer Prüfungssituation bringen könnte. Also als erstes ist es eben wichtig zu sagen, es gibt im Prinzip zwei Prozesse, die man unterscheiden muss, Indizierungsprozess und der eigentliche Retrieval-Prozess, die über so eine Datenkomponente miteinander verschaltet sind. Beim Indizierungsprozess geht es vorrangig darum, den Index zu bauen, und das passiert in verschiedenen Schritten. Also muss erstmal eine Akquise durchführen, das heißt die Daten, die man in den Index packen will, bekommen. Entweder bekommt man die geballt, beispielsweise weil man sagt, okay, hier ist ein statischer Webcrawl, bauen Sie mal eine Suchmaschine dafür. Oder in so einem Fall wie bauen Sie mal eine Websuchmaschine, müsste man eben erstmal das Web crawlen. Und um das Web zu crawlen, braucht man dann verschiedene Teilkomponenten. Man muss die Dokumente, wenn das jetzt textbasiert sein soll, erstmal quasi alle konvertieren in so ein Datenformat, was man intern in der Suchmaschine verwalten möchte, und das Encoding unifizieren und so weiter. Und die gecrawlten Sachen würde man dann in dem Dokumentstore ablegen. Beim Crawling würde man Links verfolgen, die man wiederfindet und so weiter und so fort. Aber man muss wahrscheinlich in der Karaoke-Version, das heißt in der ersten Prüfungsfrage, vielleicht gar nicht so tief gehen. Man würde einfach sagen, man crawlt die Dokumente und legt sie in einem Dokumentstore ab, und zwar in einer konvertierten und unifizierten Encodierungsart. Im nächsten Schritt würde man dann über so ein Textanalyseverfahren aus den konvertierten, unifizierten Dokumenten versuchen, die Indextherme zu bauen. Das sollen also die Terme sein, die das Vokabular des Index repräsentieren. Und man würde auch versuchen, Dokumente über diese Indexterme und über Feature-Werte zu repräsentieren. Das heißt, beispielsweise auch irgendwie eine Klassifikation durchführen von Genre, von Dokumenten. Man würde die Metadaten gegebenenfalls dazu ablegen, sowas wie eben beispielsweise das Genre oder auch sowas wie ein Crawling-Datum oder so können Metadatum sein, was gegebenenfalls interessant ist, um festzustellen, wie aktuell denn ein bestimmtes Dokument noch ist. Mit diesen Indextermen und diesen Features, die man bestimmt hat, würde man das eigentliche Indexing dann durchführen können. Das würde man entweder einmal gebulkt machen für alles, was im Document Store ist, oder eben, wenn man die Suchmaschine aktuell halten will, immer wieder dynamisch nachladen. Und so eine Indizierung ist dann im Prinzip das Anlegen einer Datenstruktur. Wir hatten uns schon ein bisschen genauer angeschaut, dass es ein invertierter Index sein wird. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie so ein Index am Ende eines Buches, wo eben da steht, für diesen Begriff, auf welcher Seite ist er definiert oder wo kommt er überall vor im Buch. So ähnlich ist so ein invertierter Index eben auch für eine große Dokumentkollektion. Für jeden Term schreibe ich auf, in welchem Dokument kommt er mit welchem Gewicht an welcher Stelle beispielsweise vor. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, was für ein Retrieval-Modell dann eigentlich eingesetzt wird. Und dafür muss man sich eben im Prinzip meistens entscheiden, bevor man den Index baut, oder man muss den Index so flexibel halten, dass man das Retrieval-Modell wechseln kann, ist aber meistens das Schwierigere, weil man dann eben nicht so genau die eigentlichen Gewichte schon im Index ablegen kann. Und deswegen würde man sich meistens, bevor man den Index tatsächlich final baut, dafür auch entscheiden, was man im Retrieval-Modell alles an Informationen braucht, damit man
die dann im Index ablegen kann oder gegebenenfalls auch in diesen Zusatzstatistiken, die so daneben liegen, beispielsweise Dokumentlängenverteilung oder sowas. Beim Indizieren muss man auch darüber nachdenken, wie groß die Kollektion eigentlich ist. Wenn sie zu groß für eine Maschine ist, muss man über eine Verteilung erreichen, dass man kleine Indizes auf sogenannten kleineren Shards baut und dafür dann entsprechend Hardware-Infrastruktur vorhalten. Wenn man diesen Indizierungsprozess durchlaufen hat, hat man also im Prinzip drei Dinge. Man hat den Index gebaut, also die Datenstruktur, die schnell beim Suchen hilft. Man hat Zusatzstatistiken abgelegt, also sowas wie Zusatzinformationen, die auch fürs Retrieval nützlich sein könnten. Und man hat einen Dokumentstore angelegt, in dem im Prinzip alles das, was man an Kollektion gecrawlt hat, in einer konvertierten und auch in der Originalfassung noch vorliegt. Die Sachen braucht man dann für den eigentlichen Retrieval-Prozess, in dem eben der Nutzer mit seiner Anfrage kommt. Das hängt davon ab, wie er die stellen kann, was für Nutzerinterface die Suchmaschine bereitstellt. Und in diesem Nutzerinterface wird er auch quasi eine Antwort repräsentiert bekommen, die beispielsweise sich daraus stützt, was im Dokumentstore über die Dokumente enthalten ist, also welche Titel, welche URLs und ganz speziell auch aus dem Dokumentstore geholt, die Snippets. Die eigentliche Retrieval-Komponente ist an der Stelle erstmal nur angedeutet, wird dann in den nächsten Schritten ein bisschen klarer, aber im Prinzip braucht man eine Komponente, die sagt, in welcher Reihenfolge sollen die Ergebnisse angezeigt werden. Zum Nutzerinterface so ein bisschen dazu im Prinzip und auch als so ein bisschen ergänzender Schritt gehört aber noch, dass man die Anfragen natürlich analysieren möchte und als wichtige Komponente dazu haben wir das Log kennengelernt, in dem im Prinzip Suchmaschinen alles speichern, was irgendwie Nutzer mit ihnen gemacht haben, welche Anfragen haben sie gestellt, was klicken sie, wie lange hat das gedauert, welcher Nutzer hat was gemacht, um dann eben auch in so einer Art Query-Analyse-Prozess die Anfragen verbessern oder besser verstehen zu können. Das Analogon, was man bei der Anfrage eben Analyseprozess nennen würde, ist eben die Textanalyse hier. Da muss man im Hinterkopf behalten, dass zum Beispiel beim Tokenisieren von Texten schon mitgedacht werden muss, dass ich im Prinzip denselben Tokenisierer, den ich dann bei der Textanalyse eingesetzt habe, auch bei der Query-Analyse benutzen muss, sonst habe ich da irgendwie ein Mismatch zwischen diesen beiden Verfahren und kann gegebenenfalls nicht die Indexterme richtig in der Anfrage erkennen. Die eigentliche Synthese oder Veränderung von Anfragen ist oft ein automatischer Prozess, wo eben die Suchmaschine versucht, basierend auf Log-Analysen besser zu verstehen, was jetzt eine konkrete Anfrage bedeuten soll, dem Nutzer eben vielleicht Vorschläge zu machen oder gleich automatisch die Anfrage beispielsweise zu expandieren und eben dadurch schon Synonyme mit reinzubringen. Die eigentliche Retrieval-Komponente stützt sich dann darauf, dass eben den Index zugreifen kann und auch die Zusatzstatistiken, um basierend auf einem Retrieval-Modell Dokumente so zu repräsentieren, dass man sie dann in eine Reihenfolge bringen kann. Die Dokumente werden gescored. Die wichtige Information hierbei ist natürlich, welches Retrieval-Modell benutzt wird, um das Scoring dann durchzuführen. Es könnte sowas ganz Banales sein, wie beispielsweise Termhäufigkeit und Dokumenthäufigkeit, TF-IDF als Termgewichtungsmaß, wo man dann einfach sagt, für alle Anfragetherme wird das einfach mal aufsummiert. Aber es gibt noch viel komplexere Retrieval-Modelle, die wir uns dann später im Detail nochmal anschauen können. Und ganz am Ende eben eine wichtige Komponente, um dann zu entscheiden, ob die Suchmaschine das macht, was sie soll. Dann die sogenannte Evaluierung, die darauf abzielen kann, dass man fragt, ist die Suchmaschine effektiv, zeigt sie gute Treffer an und ist sie effizient, ist sie denn schnell genug, um die Nutzer zufriedenzustellen. Also beides sind wichtige Fragen. Wir werden uns in der Vorlesung später dann ein bisschen genauer eben mit der Effektivität vor allem beschäftigen. Das heißt, wie kann man denn entscheiden, ob die Treffer gut waren, die die Suchmaschine angezeigt hat? Ein kleines bisschen weniger ausführlich oder kürzer oder so. Im Prinzip wäre das eine gute Antwort auf so eine Frage wie, was ist die Architektur einer Suchmaschine? Und wenn Sie es selber trainieren wollen, benutzen Sie einfach die letzten Folien dieses Architekturabschnitts, diese sogenannte, in Anführungsstrichen, Karaoke-Version und versuchen Sie es einfach mal selber so für sich auch als kleine Übung zu erklären oder vielleicht mit zwei, drei anderen Personen in einem kleinen Videochat oder eben auch, wenn Sie sich zusammen mit Abstand beispielsweise hingesetzt haben, versuchen Sie sich gegenseitig mal die Architektur zu erklären. Ist eine ganz gute Übungsaufgabe und das können Sie gerne anhand dieser Karaoke-Animation einfach machen. Danke.